Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich bin hier in Dresden. Wie ihr sehen könnt, schneit es. Aber ich mache trotzdem Videos, denn ich besuche für euch den Weihnachtsmarkt in Dresden. Das ist der 588. Striezelmarkt. Ihr habt richtig gehört, diesen Weihnachtsmarkt in Dresden gibt es seit 588 Jahren. Und ich zeige euch, was man hier sehen kann. In der Dunkelheit sieht der Dresdner Striezelmarkt besonders schön aus. Und natürlich gibt es wie auf jedem Weihnachtsmarkt auch sehr viel zu essen, zum Beispiel heiße Maronen. Hier gibt es Lebkuchenherzen, das ist etwas sehr, sehr Typisches für Weihnachtsmärkte. Und auf den Herzen stehen Sätze wie "Ich liebe dich" oder "Ich will immer bei dir sein". Es gibt aber nicht nur Lebkuchenherzen, sondern auch Pfefferkuchen oder gebrannte Mandeln. Hier seht ihr Dresdner Stollen. Das ist eine ganz besondere Spezialität, die es auch schon sehr lange gibt. Und hier bereitet ein Bäcker ein Brot zu. Hier gibt es Bratwürste. Bratwürste gibt es in Deutschland überall. Und ihr seht, dass niemand Hunger haben muss. Es gibt natürlich auch heiße Getränke. Und hier seht ihr einen Teppichklopfer. Der ist für Teppiche. Hier haben wir Besen. Hier haben wir indische Laternen. Und hier haben wir Holzkunst aus dem Erzgebirge. Das Erzgebirge ist gleich in der Nähe. Und diese Region ist berühmt für die vielen schönen Figuren. Auf dem Weihnachtsmarkt steht auch eine große Pyramide aus dem Erzgebirge. Das ist die weltgrößte erzgebirgische Holzpyramide. Sie ist 14,62 Meter hoch. Und auf der Pyramide seht ihr typische Figuren, zum Beispiel Bergleute. Aber auch der Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt ist ziemlich groß. Die Tanne hat eine Höhe von 25 Metern und die Lichter an der Tanne sind fast 3 Kilometer lang. Auf der Spitze ist ein sogenannter Herrnhuter Stern. Unter dem Weihnachtsbaum ist eine Krippe mit Figuren. Am Eingang des Striezelmarktes finden wir auch sehr viele Figuren. Hier haben wir zum Beispiel 3 Sternsinger. Die Sternsinger gehen jedes Jahr von Haus zu Haus und singen Lieder für die Bewohner. Hier haben wir eine Holzspielzeugverkäuferin und hier eine Pflaumentoffelverkäuferin. Ein Pflaumentoffel ist eine Figur aus Pflaumen. Das war also der 588. Dresdner Striezelmarkt. Als ich wieder in Leipzig angekommen war, schneite es. Das war wunderschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut doch auch mal vorbei bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook und auf Deutsch mit Martin.org. Dort findet ihr auch unser Kursangebot. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss!